Und weiter geht's hier bei Lifestyle und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Kinderliedermacher und Musiker Volker Rosin ist hier. Schönen Dank für deinen Besuch. Es riecht schon ein kleines bisschen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Grillgut da draußen, lieber Volker. Aber da wollen wir uns gar nicht von ablenken lassen. Du hast jüngst dein 35. Bühnenjubiläum gefeiert, wirklich als Kinderliedermacher und Musiker. Und in der Zeit, und das finde ich halt das Faszinierende, 5 Millionen Tonträger verkauft, über 750.000 Bücher mit deinen Liedern. Das ist irre. Alleine, ich glaube, über 5.000 Konzerte gespielt. Wenn du so ein bisschen so Revue passieren lässt, kannst du dich noch so an die Anfänge erinnern vor über 30 Jahren? Ja, also an die Anfänge kann ich mich ganz besonders gut erinnern. Ja. Das war eine ganz spannende Zeit. Ich bin damals mit meinem alten R4 durch die Gegend gezogen, in die Kindergärten, habe meine Gitarre ausgepackt und habe 2 Mark pro Kind bekommen. Und da waren 20 Kinder da, da habe ich 40 Mark gehabt. Und da waren 60 Kinder da, habe ich 120 Mark gehabt. Ja. Also es war ganz lustig, ganz eine witzige Zeit, ehrlich gesagt. Ich glaube, du hast auch von Anfang an ganz klar gesagt, ich mache Musik für Kinder. Ne? Das war wirklich von Anfang an auch so. Ja, ich hatte Musik auch für Erwachsene gemacht. Ich habe angefangen, wie viele in der damaligen Zeit, so als Protestsänger. Habe dann auch mal ein erotisches Programm gemacht. Okay. Und habe dann aber mein Talent entdeckt, für Kinder zu singen, mit Kindern zu singen. Ich habe ja die Ausbildung zum Erzieher auch gemacht. Habe dann aber irgendwann den Entschluss gefasst, du machst nichts anderes mehr. Du singst jetzt nur noch für Kinder und ich habe es bis heute nicht bereut. Ja, ich meine, es ist unglaublich erfolgreich, wenn man alleine auf deine Clips bei YouTube geht. Die werden über 3 Millionen Mal angeklickt. Und du stehst ja auch, glaube ich, im Guinness-Buch der Rekorde, weil du schon mal mit dem größten Kinderchor der Welt auch aufgetreten bist. Ja, da bin ich auch, finde ich schon ganz witzig, ehrlich gesagt. Ja. Also das war in Aachen bei dem CHIO, bei dem Reitturnier. Mhm. Da haben wir für UNICEF den größten Chor der Welt, Kinderchor der Welt gebildet. Wahnsinn. Ja, ich glaube 12.600 Kinder. Und ich fand das ganz toll. Wenn ich mir allerdings vorstelle, dass manche tagelang auf Stelzen stehen und schlafen, da dachte ich, war das jetzt nicht so eine ganz große Leistung. Aber alleine und für dein Engagement, da haben wir eben auch ganz kurz vorher drüber gesprochen, im Jahr 2010 wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Hier bei uns in Düsseldorf wurde eine Grundschule umbenannt, nämlich die Grundschule Arnstadter Weg, umbenannt in Volker-Rosin-Schule. Also dein langjähriges Engagement wurde wahnsinnig gewürdigt dadurch. Das ist doch auch eine irre Geschichte, oder? Also da muss ich sagen, da war ich auch sehr überrascht und erfreut natürlich auch. Ein bisschen stolz bin ich auch darauf. Aber auch ich sehe das auch als große Herausforderung. Ja. Und als Verpflichtung auch. Denn es ist ganz wichtig, dass ich also nicht nur den Namen gebe und dass es eben heißt, ja, Volker-Rosin-Schule, sondern ich will für die Schüler auch da sein. Ja. Also wirklich, ich gebe Konzerte da, ich bin bei der Projektwoche dabei, beim Laternenumzug bin ich vorne weg und singe die Laternenlieder. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich ein Namenspate zum Anfassen bin auch. Das heißt, du kriegst auch direktes Feedback auch von den Schülern selber. Was kommt da so rüber von den Kindern? Ja, das ist also ganz witzig. Ich habe jetzt gerade zum Schuljahresende habe ich 2 Briefe bekommen, einmal von der 4a und von der 4b. Okay. Da hat tatsächlich jeder Schüler und jede Schülerin hat einen eigenen Brief geschrieben. Lieber Volker, wir sind jetzt 4 Jahre lang auf die Volker-Rosin-Schule gegangen. Wir wollen dir danken. Wir freuen uns, dass du so oft da warst. Und wir freuen uns auf den neuen Weg jetzt, auf die neue Schule. Aber wir sind stolz darauf, auch ein Teil der Volker-Rosin-Schule gewesen zu sein. Geschichte. Und da war schon so ein kleines Tränchen bei mir da. Das ist schon sehr emotional. Kann ich mir vorstellen. Es hat relativ, was heißt relativ, es hat sehr, sehr lange gedauert eigentlich, weil diese DVD, die da vorne liegt, nämlich diese wirkliche Live-Konzert von dir, die ist jetzt gerade relativ frisch auch auf dem Markt. Warum hat es so lange gedauert, bis ein Volker-Rosin-Konzert auf DVD auf den Markt gekommen ist? Hast du auf einen bestimmten Moment gewartet und hast gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt kommt's raus? Also es gibt ja viele DVDs inzwischen von mir, zu meinen CDs immer. Und die Kinder wollen dazu tanzen und wollen halt Spaß dann daran haben. Aber in der Tat, also eine richtige Konzert-DVD hat es noch nicht gegeben. Jetzt hat es sich allerdings angeboten, weil ja mein Projekt Der blaue Hund will tanzen, Jazz und Swing Songs für Kinder im April ja erschienen ist und war ein sehr großer Erfolg. Ich war Platz 7 der deutschen Jazz Charts und das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich spiele auf der Jazz Rallye und habe die Möglichkeit gehabt, auf der Jazz Rallye zu spielen. Mitten hier bei uns in der Innenstadt Düsseldorf. Mitten in Düsseldorf als Düsseldorfer und da habe ich meine Band zusammen getrommelt und habe gesagt, wir wollen das live spielen, das Programm. Und da gibt es eben einmal die Titel natürlich aus meinem Jazz-Album, aber eben auch meine Klassiker wie Das singende Känguru oder Tanzalarm, eben so in Swing-Versionen und da habe ich gedacht, das müssen wir festhalten für die Ewigkeit, da müssen wir eine DVD draus machen und die gibt es jetzt seit 14 Tagen und ich muss sagen, bis jetzt sehr, sehr gute Reaktionen.
Menschen sind ganz begeistert, die Kinder tanzen vor dem Bildschirm mit. So, und, so muss das sein. Werden wir auch gleich noch sehr, sehr viel darüber erfahren. Wir gucken gleich nochmal hinter die Kulissen und vor allem wird Volker auch zweimal für uns heute performen. Da freuen wir uns sehr drauf. Also bleibt bei uns, geht definitiv gleich weiter hier bei NRW Live. Vielen Dank schon mal.